kriegerisch klang die Ankündigung vor diesem Gipfel. In Spanien wird noch in diesem Jahr das Parlament neu gewählt. Union und FDP haben Griechenland vor Verzögerungen beim Spar- und Reformkurs gewarnt. Kurz zuvor hatte die Ratingagentur Moody's mitgeteilt, dass sie die Kreditwürdigkeit Spaniens möglicherweise erneut herabstufen werde. Die Welt schaut auf Europa und Deutschland. Börsen und Finanzmärkte haben ein zerstörerisches Potenzial. Wenn sie sich im Krieg befinden. In der Stunde der schwersten Krise Europas seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Das System ist in sich verbrecherisch. Die Börse ist das Herz der Wirtschaft. Foucault hat es genannt, eine Regierung über Angst. Klassische Fälle von organisierter Wirtschaftskriminalität. As long as the music is playing, you have to dance. Das ist unser System. Die internationalen Finanzmärkte, dieses putschistische Potenzial. Mit Demokratie hat es nichts zu tun. Das würde das ganze System zum Wanken bringen. Ob jedes Land weggeputscht werden kann. Die Ankündigung von Griechenlands Regierungschef Papandreou, die Bevölkerung über das Rettungspaket abstimmen zu lassen, hat die Schuldenkrise wieder neu angeheizt. Berlusconis letzte Verteidigungslinie heißt, ich lasse mir doch von den Finanzmärkten nicht vorschreiben, wer Italien wie zu regieren hat. Der ökonomische Putsch oder was hinter den Finanzkrisen steckt. Von Roman Herzog. Es ist so, dass man nicht alle Wahrheiten jeden Tag knallhart auf den Tisch legen kann. Sie können, wenn Sie sich im Krieg befinden, auch nicht jeden Tag der Bevölkerung sagen, was Wahrheit ist, möglicherweise noch nicht mal sagen, wie viele Verluste Sie gehabt haben, welche Rückzüge Sie haben machen müssen. Das geht nicht, weil Sie sonst das Gelingen des Ganzen gefährden würden. Ich weiß, das ist ein absolut unzulässiges Beispiel, aber es zeigt, wie katastrophal gefährlich die Situation ist. Europa befindet sich im Krieg, in einem Wirtschaftskrieg. Das meint nicht nur Edzard Reuter, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Daimler-Benz AG, das legt allein die Sprache nahe, die viele Beteiligte verwenden. Die Gefahr, so der Tenor der Medien und der Regierungspolitiker, scheint nicht von der Finanzwelt oder der Wirtschaft auszugehen, sondern von der Bevölkerung, der Basis der Demokratie. Wir haben ja seit einigen Jahren das Schlagwort Postdemokratie, die Steuerung des politischen Systems durch den Finanzmarkt und damit die faktische Abschaffung von Demokratie. Das ist ja schon damals diagnostiziert worden und man sieht, wie es sich eigentlich in gesteigerter Form wiederholt. Der Münchner Juraprofessor und Experte für Wirtschaftskriminalität Bernd Schünemann. Und man sieht auch schon, wie sozusagen die Regierungen von den Finanzakteuren vor sich hergetrieben werden. Und immer wieder treffen wir die Parole, die ich inzwischen fast nicht mehr hören mag. Das ist alternativlos und damit peitscht man es durch. Und offenbar begreift in unseren Herrschaftskonglomeraten in Deutschland und Europa niemand, dass das an die Fundamente unserer parlamentarischen Demokratie rührt, so wie wir sie aus dem totalen Zusammenbruch und Untergang eigentlich ja in 50 Jahren aufgebaut haben. Keine Krise der Demokratie also, sondern die Abschaffung der Demokratie. Das ist das erste Zwischenergebnis der Finanzkrise 2011-2012, dem zweiten Kapitel der Schuldenkrise der Banken, die 2007 begann. Die Macht übernommen haben Akteure aus der Finanzwelt, die an dieser wie an vorhergehenden Krisen Milliarden verdienen. Sie nutzen die Krisen, um den neoliberalen Umbau unserer Gesellschaften zu forcieren und lassen der Bevölkerung von den Politikern verkünden, sie müssten sparen, da gäbe es keine Alternative. Denn die Banken müssen immer wieder gerettet werden mit Milliardensummen. Heute dieselben Banken wie vor 4 Jahren. Natürlich sind die Krisen, die wir jetzt erleben, sind ja viele Krisen, die sind natürlich nicht sozusagen vom lieben Gott uns verordnet worden als Strafe für irgendwas oder anonym über uns gekommen. Natürlich haben da Auslöser eine Rolle gespielt. Und diese Auslöser, das sind sehr oft einzelne Menschen, es sind sehr oft menschliche Institutionen, ob das Banken oder Hedgefonds oder was auch immer sind, dass die Finanzindustrie, wie es so schön heißt, oder die Finanzwelt, inzwischen das Kommando über die Politik übernommen hat, über unser Schicksal übernommen hat. Das ist natürlich der Fall. Und insofern ist das ein Terror,
Weil Terror in dem Sinne heißt, dass er die Menschen zu Dingen zwingt, die sie eigentlich von sich aus gar nicht wollten. Ein Terror der Finanzwelt gegen die Weltbevölkerung, der die Menschen zu Dingen zwingt, die sie von sich aus gar nicht wollten. Sparen für die Banken etwa oder Steuererleichterungen für die Reichen. Das sagt Edzard Reuter. Er weiß, wovon er spricht. Reuter war Finanzchef der Daimler-Benz AG von 1987 bis 1995. Aber es ist keine Verschwörung, denn die Finanzakteure sind klar erkennbar. Sie sind vereint in der International Swaps and Derivatives Association, ISDA, ein 1985 gegründeter Zusammenschluss der weltgrößten Banken und Spekulationshäuser. 834 Firmen aus 57 Ländern, angeführt vom Direktor Stephen O'Connor der Morgan Stanley Bank. Dessen Stellvertreter ist Michele Faisola, der Vertreter der Deutschen Bank. Joseph Stiglitz, Professor der Columbia University in New York und Nobelpreisträger für Ökonomie, erläutert seit Jahren, dass dieses Gremium direkt die Finanzpolitik der vermeintlich unabhängigen Zentralbanken der Welt bestimme und der Regierungen. Es sei ein Gremium der Gewinner, die sich den Kuchen der öffentlichen Subventionen aufteilten. Joseph Stiglitz kennt sich aus. Er war jahrelang Chefökonom der neoliberal beeinflussten Weltbank. Gemeinsames Interesse der Akteure sei die Spekulation mit Finanzderivaten aller Art. Das ungehinderte Agieren an den Börsen. Börsen und Finanzmärkte haben ein zerstörerisches Potenzial. Die Professorin für Volkswirtschaft am Lateinamerika-Institut Berlin, Barbara Fritz. Ein wirklich zerstörerisches. Und wenn da die Politik nicht Einhalt bietet, auf die eine oder andere Art, haben die eine sehr hohe zerstörerische Macht. Das war schon immer so, dass das, was an der Börse passiert, die Welt bestimmt. Der Kapitalmarktexperte und ehemalige Spekulant Fidel Helmer. Die Börse ist in unserem System das Herz der Wirtschaft. Das alles hat natürlich auch den Hintergrund, für Banken Geld zu verdienen. Die internationalen Finanzmärkte haben natürlich dieses putschistische Potenzial, was wir in der Schuldenkrise ja sehr deutlich gesehen haben. Der Berliner Volkswirt Thorsten Lampe. In dem Moment, wo ein Zweifel an der Zahlungsfähigkeit aufkam, das eben zu dieser massiven Kapitalflucht führt. Und das ist ja auch so ein Dominoeffekt, der dann quasi als self-fulfilling prophecy auch stattfindet. Ein Putsch also, aber kein militärischer, sondern ein ökonomischer Putsch über die Börsen. Eine Umkehrung der demokratischen Machtverhältnisse. Die Akteure aus Wirtschaft und Finanzwelt benötigen keine Militärs, um ihre Politik durchzusetzen oder unliebsame bzw. ausgediente Politiker auszutauschen, wie Papandreou, Zapatero oder Berlusconi. Mit abgesprochenen, gezielten Spekulationsattacken auf ganze Volkswirtschaften und auf Währungen wie den Euro bringen sie heute Regierungen zu Fall und hebeln die Demokratien aus. Ein kriminelles System, wie der Jurist Bernd Schünemann meint. Wenn man hier sagt, hier geht es nicht um einzelne, also verbrecherische Handlungsweisen, dann muss man jetzt sagen, das System ist kriminell. Das System ist in sich verbrecherisch, weil Werte zerstörend und nicht, was die Volkswirtschaft eigentlich soll, Werte schaffend. Nach der Bankenkrise von 2007 galt der Neoliberalismus als gescheitert. Das wirtschaftspolitische Denksystem, das dem Denken der Putschisten zugrunde liegt. Gleichwohl überlebt es, denn auch heute werden die immer gleichen Rezepte, die Krise mit verursacht haben, als deren Lösung verkündet. Abbau von Sozialsystemen, Einsparungen bei Bildung, Kultur und Gesundheit, Umwandlung geschützter Arbeitsverhältnisse in ungeschützte. Das verlange die Wirtschaft, verkünden die Politiker. Es gäbe keine Alternative. Das Wichtigste ist, dass man diese Art von Politik als alternativlos darstellen und verkaufen muss. Und das kann man am besten tun, indem politische Akteure verschiedener Couleur nacheinander an die Macht kommen und letztendlich aber mehr oder weniger das gleiche Konzept verfolgen müssen. Vielleicht auch, wenn sie vorher was anderes gesagt haben. Und somit also dann eine Entmutigung der zivilgesellschaftlichen Kräfte stattfindet. Dass es als alternativlos erscheint, dass wir können ja wählen, wen wir wollen.
letztendlich kommen dieselben Maßnahmen heraus. Und das ist natürlich was, was nicht nur in Argentinien zu beobachten ist, sondern auch hier fragt man sich natürlich, ob ich nur CDU oder SPD oder was auch immer wähle, wird sich hier wirtschaftspolitisch allzu viel ändern? Auch das ist ja hier sehr fraglich. Cette année, continuer un peu ce que j'avais commencé à dire l'année dernière. Paris 1979. Der Philosoph Michel Foucault hält seine Vorlesung Die Geburt der Biopolitik, eine Geschichte der Kunst des Regierens. Foucault merkt, dass ein grundlegender Wandel in der Welt vor sich geht. Eine Machtergreifung, die vielen erst 30 Jahre später bewusst wird. Der Philosoph analysiert das dominant werdende ökonomische Denken seiner Zeit, den Neoliberalismus, eine Denkweise und ein Ordnungsprinzip, nach dem Politik, Gesellschaft und Individuen sich richten sollen. Foucault nennt es das deutsche Modell. Le modèle allemand qui se diffuse, le modèle allemand qui est en question, le modèle allemand qui fait partie de notre actualité, ce modèle allemand, c'est la possibilité d'une gouvernementalité néolibérale. Das deutsche Modell, das sich ausbreitet und unsere Gegenwart bestimmt, ist die Möglichkeit einer neoliberalen Regierungsrationalität. Derzeit stellt sich das Problem des allgemeinen Übergangs zu einer neoliberalen Marktwirtschaft, also der weltweiten Ausbreitung dieses deutschen Modells. Tatsächlich, so scheint mir, steht bei diesem Neoliberalismus die Frage auf dem Spiel, ob die Politik heute insgesamt und weltweit neoliberal sein kann. Also die Frage, ob eine Marktwirtschaft tatsächlich als Prinzip, Form und Vorbild für einen Staat dienen kann. Kann der Markt wirklich Staat und Gesellschaft formen? Das ist das eigentliche Problem des gegenwärtigen Neoliberalismus. Die frei entfesselte, keinen Regeln obliegende Wirtschaft, die Politik und Gesellschaft nach ihren Vorstellungen formt, das ist die neoliberale Machtergreifung, von der Foucault sprach. Er zeigte, dass der Neoliberalismus ein Herrschaftsmodell ist, das alle Institutionen der Politik und Gesellschaft umformt. Die unhinterfragten Grundannahmen der neoliberalen Theoretiker sind dabei eine Undurchschaubarkeit der Wirtschaft, ein Verbot, das Gemeinwohl anzustreben, und die Annahme einer grundlegenden Ungleichheit zwischen den Menschen. Diese müsse nicht beseitigt, sondern vertieft werden, damit das System des freien Wettbewerbs funktioniere. So ihr Credo. Denn der Neoliberalismus ist ein Spiel zwischen Ungleichheiten, bei dem wenige gewinnen und die meisten verlieren. Wenn man das heute liest, dann fragt man sich, nur, wann hat er das geschrieben oder gelehrt oder gesagt, 1978? Das war ja vor dieser Blütephase des Neoliberalismus. Und er hat es halt letztendlich ein Stück weit vorausgesehen, was dann da passieren wird. Und ich denke, dass es für eine tiefergehende Auseinandersetzung sehr viel weiterhilft. Und für mich ist da immer das Entscheidende, Sachen zu hinterfragen und nicht als gegeben vorauszusetzen. Also wir hinterfragen ja heutzutage gar nicht mehr. Beispielsweise wird aus dem ökonomischen Bereich etwas als die Rationalität verkauft und dargestellt. Gesagt, das ist die einzig gültige Rationalität. Und das wird dann in alle Bereiche der Sozialwissenschaft überführt. Und damit wird eine Legitimation geschaffen, dass es auch auf alle Bereiche der Gesellschaft übertragen wird. Und gesagt wird, es kann doch nicht sein, dass der Staat da irgendwelche Leute durchfüttert. Das Besondere, kann man vielleicht sagen, bei Foucault ist, dass er den Neoliberalismus nicht analysiert als eine bestimmte ökonomische Doktrin oder Ideologie, sondern ihn als eine bestimmte Rationalität begreift, als eine bestimmte Logik des Politischen und der Art und Weise, wie eine Gesellschaft eingerichtet sein soll. Der Frankfurter Professor für Soziologie Thomas Lemke. Also der Neoliberalismus produziert eine Wahrheit, eine gesellschaftliche Wahrheit,
bestimmte kulturelle Selbstverständlichkeiten. Er bereitet einen geistigen Horizont, von dem es schwierig wird, sich davon zu lösen. Das heißt, dass sich ein von Denksystem, das gewissermaßen nur einen Ausschnitt der Wirklichkeit erfasst oder die Wirklichkeit, die besteht, verkehrt, sondern sie schafft Wirklichkeit. Das ist der entscheidende Punkt für ihn. Der Neoliberalismus in der Form, wie wir ihn vorfinden, der wirklich alle gesellschaftlichen Bereiche jetzt durchdringt oder den Anspruch hat, es auch zu tun, also dieser Totalitarismus, der damit verbunden ist, in dieser reinen Form wird er natürlich mit der Chicagoer Schule, Friedman & Co. verbunden, aber die Wurzeln gehen natürlich weiter zurück. Es ist ja eine Fortentwicklung des Ordoliberalismus, wie er in der deutschen Tradition schon seit Beginn des 20. Jahrhunderts oder Ende des 19. Jahrhunderts ausformuliert worden ist. Deshalb sprach Michel Foucault vom deutschen Modell und begann seine Analyse des Neoliberalismus der 70er Jahre mit einem historischen Rückgriff auf das Deutschland nach 1945. Die Ordoliberalen der Freiburger Schule um Walter Eucken und Friedrich Hayek zählten zu den Beratern des ersten Wirtschaftsministers der Nachkriegszeit, Ludwig Erhard, der die deutsche Wirtschaft gemäß ihrem Modell der sozialen Marktwirtschaft neu gestaltete. Es ist ja auch ganz sicher, dass in den letzten 2 Jahren die deutsche Umwelt nicht so sehr geformt und nicht unserem Leben so sehr den Stempel aufgedrückt hat, als gerade die Politik der sozialen Marktwirtschaft. Wirtschaftspolitik aber greift weit über den ökonomischen Bereich hinaus. Und wir können vielleicht noch gar nicht richtig ermessen, inwieweit sie die Geister und die Menschen selbst gewandelt hat. Und ich bin wahrhaft glücklich, in allen Kreisen der Verbraucherschaft feststellen zu können, wie rasch und wie total sich der Umschwung des Denkens vollzogen hat. Ludwig Erhard sprach das neoliberale Programm der sozialen Marktwirtschaft deutlich aus. Eine grundlegende Umwandlung nicht nur der Politik und Gesellschaft, sondern des Denkens aller ist anvisiert. Politik, Gesellschaft und Individuen sollen marktförmig ausgerichtet werden. Allein Profitgedanken und Konsum sollen das Leben bestimmen. Hauptakteur dabei ist der Staat, die neu entstehende Bundesrepublik. Dass der Staat im Neoliberalismus eine große und aktive Rolle einnimmt und keine geringe, zeigte Michel Foucault in seiner Vorlesung. Entgegen dem linken Irrglauben, der Neoliberalismus sei vor allem gegen den Staat. Die Frage ist nicht, ob der Staat eingreifen darf, sondern wie er eingreifen soll. Staatliche Intervention und Bürokratie im Dienste der Wirtschaft sollen sicherstellen, dass Individuen und Gesellschaft sich so bilden, wie die Neoliberalen es verlangen. Dieses Einwirken auf die Gesellschaft meint das Adjektiv sozial in der sozialen Marktwirtschaft. La Gesellschaftspolitik doit donc annuler non pas Die Gesellschaftspolitik soll also nicht die antisozialen Wirkungen des Wettbewerbs aufheben, sondern aufheben, was dem Wettbewerb entgegensteht und von der Gesellschaft hervorgebracht werden könnte. Die Freiheit des Marktes macht somit eine aktive und äußerst wachsame Politik notwendig. Und ich glaube, wir können in diesem permanenten Eingreifen des Staates das Spezifische des Neoliberalismus erkennen. Die Regierung soll so auf die Gesellschaft einwirken, dass der Markt die Gesellschaft regelt, so dass also die Wettbewerbsmechanismen in jedem Augenblick und an jedem Punkt das soziale Dickicht regeln. Wie Sie sehen, handelt es sich also darum, ein soziales Gebilde herzustellen, in dem die Individuen die Form eines Unternehmens haben. Das ist, glaube ich, das zentrale Ziel gewesen, die Unternehmensform und unternehmerische Ausrichtung, unternehmerisches Handeln auf allen gesellschaftlichen Ebenen zu etablieren. Also nur in dem Maß, in dem die Einzelnen selber unternehmerisch handeln wollen, ein bestimmtes unternehmerisches Ethos verinnerlichen, kann eine solche Marktwirtschaft überhaupt funktionieren. Il faut que la vie de l'individu puisse s'inscrire dans le cadre d'une multiplicité. Das Leben des Individuums soll sich einfügen können in eine Fülle verschachtelter und miteinander verschränkter Unternehmen. Dieses Neuformen der Gesellschaft nach dem Modell des Unternehmens, und zwar bis in die kleinste Einzelheit, ist also ein Aspekt der Gesellschaftspolitik der deutschen Ordoliberalen. Welche Funktion hat aber diese Verallgemeinerung der Form des Unternehmens?
Es handelt sich natürlich darum, das ökonomische Modell im großen Maßstab anzuwenden. Das Modell von Angebot und Nachfrage, von Investition, Kosten, Gewinn, um daraus ein Modell für die sozialen Beziehungen zu machen. Ein Modell der Existenz des Individuums selbst. So ergreift die Wirtschaft, das zeigte Foucault, nicht nur von Politik und Gesellschaft Besitz, sondern von allen Individuen. Sie formt unser Innerstes und unsere Werte nach dem Modell von Investition, Kosten, Gewinn in der freien Konkurrenz der Ungleichheiten. Das versteht der Neoliberalismus unter Freiheit. Das Wort liberal oder liber gleich frei steckt ja da irgendwie drin. Natürlich geht es nur darum, die wirtschaftliche Freiheit zu garantieren. Freiheiten an anderen Punkten müssen aber beschnitten werden, damit diese Freiheit nicht in Frage gestellt wird. Man kann die Gesellschaft ja so analysieren, dass da verschiedene Freiheitskonzepte auch gegeneinander stehen. Und deswegen benötigt natürlich der Neoliberalismus den Staat, um nur dieser reinen wirtschaftlichen Freiheit zur Durchsetzung zu verhelfen, notfalls mit Gewalt. Das ist ja auch eine weitere Paradoxie, dass dem bei allem Freiheitspathos eine große Gewaltsamkeit eingeschrieben ist, weil diese Art von Freiheit es nicht akzeptieren kann, gewissermaßen, dass es andere Formen von Freiheit daneben gibt, sondern eine bestimmte Kontur von Freiheit da eben so besteht, dass andere notwendig, wenn es sein sollte, mit Zwang und Gewalt auf den Pfad der Freiheit gebracht werden müssen, weil sie offenbar selber nicht in der Lage sind, zu erkennen, was für sie gut ist. Il ne faut pas considérer que la liberté, ça soit un universel. Parce que cette Man darf sich die Freiheit nicht als Universalie vorstellen. Die Regierungspraxis, die sich entwickelt, begnügt sich nicht damit, diese oder jene Freiheit zu respektieren oder zu garantieren. In einem tieferen Sinne schafft sie die Freiheit, insofern sie nur in dem Maße möglich ist, in dem es gewisse Arten von Freiheit gibt. Freiheit des Marktes, Freiheit des Verkäufers und Käufers, freie Ausübung des Eigentumsrechts, Diskussionsfreiheit und eventuell Meinungsfreiheit. Libre exercice du droit de propriété, liberté de discussion, éventuellement liberté d'expression. Die Resonanz, die dieser Übergang zu freieren Formen der Wirtschaft in unserem Volke gefunden hat, beweist nur, wie befreiend unser Volk die ihm zurückgegebene Möglichkeit der selbstverantwortlichen Gestaltung seines Schicksals empfindet. Wir waren auf dem besten Wege, die demokratischen Grundrechte unseres Volkes zu einer Chimäre werden zu lassen. Erst wenn diese Rechte wieder Ausdruck finden, vor allem in der Freiheit des Konsums, können wir erwarten, dass das deutsche Volk wieder aktiven Anteil an der politischen Gestaltung seines Schicksals nimmt. Was meint der Neoliberalismus, wenn er von Freiheit spricht? Eine Freiheit, die vor allem als individuelle Freiheit erscheint, wo sozusagen die Einzelnen als Urheber, Autoren ihres eigenen Lebensschicksals erscheinen, wobei systematisch von allen Verhältnissen, systemischen Bedingungen, Umwelt, Rahmungen und so weiter abgesehen wird. Es ist eine Freiheit, die sehr gekoppelt ist an die permanente Anreizung, Produktion von Angst. Also die neoliberale Gesellschaft lebt nur darüber, dass sie einen permanenten Angstzustand erzeugt, in dem sozusagen das Erreichte immer wieder gefährdet zur Disposition gestellt wird. On peut dire qu'après tout, la devise du libéralisme, c'est vivre dangereusement. Man kann sagen, die Devise des Liberalismus lautet, lebt gefährlich. Das heißt, die Individuen werden fortwährend in eine Gefahrensituation gebracht und darauf konditioniert, ihr Leben, ihre Gegenwart und ihre Zukunft als Träger von Gefahren zu empfinden. Dieser Anreiz der Gefahr ist, glaube ich, eine der wichtigsten Implikationen des Neoliberalismus. Denn es gibt Prozesse der Übersättigung, die zur Folge haben, dass dieselben Mechanismen, die die Freiheit produzieren, in Wirklichkeit zerstörerische Wirkungen hervorbringen.
Der Neoliberalismus, den Foucault so früh als grundlegend weltverändernd erkannte und dessen Geburtsort er in Westdeutschland nach 1945 ausmachte, hat ab den 80er Jahren in fast allen Ländern der Welt seinen Siegeszug angetreten. Ronald Reagan in den USA, Margaret Thatcher in Großbritannien und Helmut Kohl in der Bundesrepublik haben mit ihrer antisozialen Politik nachhaltig die Gesellschaften verändert und Armut verursacht, nicht nur in der Dritten Welt. Ihre sozialdemokratischen Nachfolger Tony Blair und Gerhard Schröder haben das Modell weiter vertieft und insbesondere den Finanzmarkt dereguliert. Den nutzen die neoliberalen Akteure heute, um ihre Politik durchzusetzen. Ein Markt, auf dem tausende erfundener Produkte gehandelt werden, Swaps, Futures und allerlei Derivate, die kaum noch mit der Realwirtschaft zu tun haben. Der Neoliberalismus ist ja ein wirtschaftspolitisches Konstrukt, was dazu dient, wirtschaftliche Prinzipien auf die Gesamtgesellschaft auszudehnen. Der ökonomische Kern dahinter ist ja eine ökonomische Theorie, die Neoklassik heißt. Das neoklassische Modell ist eine große Börse. Die ganze Welt ist eine Börse. Und jeder mit allem, was ökonomisch gehandelt werden soll, ist auf dieser Börse und schreit wie unsere Börsianer hier, 3,50 Euro. Ich verkaufe das dafür. Dieses Modell würde nur funktionieren, wenn die Welt eine riesige Börse wäre, auf der sich simultan alles genau herstellt. Also, es werden perfekt funktionierende Märkte vorausgesetzt. Nun ist die Welt leider nicht so, wie wir wissen, aber der Neoliberalismus hat sich zur Aufgabe gemacht, das ist die Ideologie, die dahinter steht, eben die Welt so zu schaffen. Als ich Finanzchef war des Hauses, war es absolut klar, dass mit dem Geld nicht spekuliert werden durfte. Man durfte das noch nicht mal in Immobilien anlegen, also in sicheren Grundstücken oder ähnliches, sondern das musste, wie es damals so schön hieß, mündelsicher angelegt werden. Edzard Reuter, Finanzchef bei Daimler-Benz von 1987 bis 1995. Mündelsicher ist ein Begriff aus dem bürgerlichen Gesetzbuch. Das war also wirklich das Sicherste vom Sicheren. Man durfte schon gar keine Aktien kaufen oder spekulative Papiere, um Gottes Willen. Es mussten Staatsanleihen sein. Und wurde plötzlich gesagt, aber ihr könnt doch mal anfangen, einen kleinen Teil dieser Rückstellungen ein bisschen mutiger anzulegen, wie es so schön hieß. So ist das eingerissen, dass man langsam diese strengen Regelungen der Mündelsicherheit aufgelöst hat. So ist das so ein Teufelskreis gewesen, der sich selbst genähert hat und immer schlimmere Folgen gezeitigt hat. Kleiner Finger gereicht, bald war die Hand weg und der ganze Arm. Sie dürfen das nicht nur negativ sehen, das kann ja auch durchaus positive Folgen haben. Also Spekulanten gab es schon immer. Der Kapitalmarktexperte und ehemalige Spekulant Fidel Helmer. Was sicherlich unsere Situation verschärft, ist, dass wir Börsianer sehr leicht in den gleichen Topf wie Investmentbanker geworfen werden. Und diese vielen tausend strukturierten Produkte, die auf den Markt geworfen werden, die keiner so hundertprozentig durchschauen kann, wo dann ganz offensichtlich große Bankhäuser selber nicht wissen, in welchen längerfristigen Risiken sie verfangen sind. Das, glaube ich, ist das Problem. Es sind nicht die Händler an den Aktienbörsen, die führen im Wesentlichen Aufträge von Kunden aus. Ja, da muss man sich eigentlich kein schlechtes Gewissen machen. Im Spielcasino spielt man mit seinem eigenen Geld. Und wenn Sie Dostojewski lesen, am Ende erschießt man sich, wenn man es verspekuliert hat. Heutzutage spielt man mit fremdem Geld. Die kurzfristigen Gewinne streicht man zu einem großen Teil ein. Gucken Sie, die Boni, die bei Goldman Sachs und so weiter gezahlt werden. Und wenn man verliert, haben die anderen Pech gehabt. Also es ist im Grunde, in der Tat, das System ist kriminell. Und man muss dann natürlich fragen, inwieweit die Akteure das durchschaut haben. Und dann haben sie sich natürlich auch strafrechtlich mitschuldig gemacht. Der Münchner Professor für Wirtschaftsrecht Bernd Schünemann verfolgt die Finanzkrisen seit vielen Jahrzehnten. Für ihn ist das Gebaren der Banker und Spekulanten ein typisches Zeichen organisierter Kriminalität. Das äußere Erscheinungsbild ist typisch mafiös. Also ich gründe ausländische Briefkastengesellschaften und sogar als deutsche Landesbank gründe ich ausländische Briefkastengesellschaften, um die Sache quasi aus der Bankenkontrolle herauszuholen, um die Eigenkapitalgarantien zu unterlaufen. Das sind klassische Fälle von organisierter Wirtschaftskriminalität,
Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass das sich niemand bewusst gemacht hat. Oder, das wäre auch ein interessantes Ergebnis der staatswirtschaftlichen Ermittlungen, wenn herauskäme, dass tatsächlich die Finanzwelt aus einer Schar völlig unverantwortlicher, im höheren Sinne gar nicht mehr zurechnungsfähiger Menschen besteht. Also dann wüssten wir, dass der Finanzmarkt eine Ansammlung von moralisch Irren ist. Dann wüssten wir auch, wem wir es ausgeliefert haben. Die sind spielsüchtig, die haben Spaß daran, sich sowas auszudenken und zu sehen, das funktioniert ja. Und dann gibt es natürlich das Sekundärmotiv, dass man dadurch die eigene Bedeutung in seinem gesellschaftlichen Umfeld steigert. Wenn Sie mal schauen, die Auswüchse von Angeberei, um es mal klar zu machen, was für Yachten da plötzlich rumfällen. Und natürlich ist der Wille zur Macht auch da. Aber ich glaube nicht, dass das primär der Wille zu politischer Macht ist. Dieses Missverständnis gibt es eigentlich nicht, denn nach wie vor ist bei der größten Zahl der Beteiligten Verachtung für Politik. Die Politiker, das sind so die zweitrangigen Leute, die eigentlich nichts Besseres geworden sind, wie wir selber, sowas. Wir stehen da drüber. Politische Macht ist einfach das Abfallprodukt der eigenen Bedeutung. Moralisches Verrücktsein in einer unerträglichen Umwelt. Das ist die heutige Kultur des Neoliberalismus. Die weltweit vernetzten Finanzakteure bestimmen mittlerweile so direkt die Politik, dass sie der Allgemeinheit die enormen Kosten ihrer Risiken und ihrer Skrupellosigkeit aufbürden können. Unvorstellbare Milliardensummen. Nach der Bankenrettung ist vor der Bankenrettung und vor allem, so zeigt die permanent gewordene Krise in Europa, kein Anlass zur Umkehr, sondern zur Verschärfung des neoliberalen Modells. Privatisierungen, Entlassungen, Sozialabbau, so die Rezepte für Spanien, Griechenland oder Italien. Per Verfassungsänderungen versuchen die Regierungen dabei, das neoliberale Umverteilungsmodell festzuschreiben. Denn in Europa selbst ist der Neoliberalismus in Reinform, wie er in Lateinamerika erprobt wurde, bislang noch keine Realität. Argentinien 2001. Die Bevölkerung hat genug von den neoliberalen Experimenten, die ihr seit knapp 30 Jahren zugemutet werden. Zu Hunderttausenden belagern Hausfrauen und Familienväter der ehemaligen und nun verarmten Mittelschicht den Regierungspalast, demolieren nicht nur ihre Kochtöpfe, sondern Bankautomaten, liefern sich Straßenschlachten mit der Polizei. Sie haben genug gespart für die multinationalen Konzerne und die Banken, und sie haben die Nase voll von den Politikern aller Couleur, die entgegen ihren Wahlversprechen doch nur die immer gleichen Maßnahmen durchsetzen. Que se vayan todos, lautet ihr Schlachtruf. Alle sollen weg. Ein Stück weit war es einfach, das Land kann nicht mehr zahlen. Auch die letzten Sparmaßnahmen und Umschuldungsmaßnahmen und der Zwang, dass die Pensionsfonds irgendwie schlechte Papiere nehmen und so weiter, hat das Ruder einfach nicht mehr rumgerissen, weil das Land insolvent war. Und da waren die politischen Proteste natürlich wirklich wichtig. Die Professorin für Volkswirtschaft am Lateinamerika-Institut Berlin, Barbara Fritz. Das war alles andere als ein friedlicher Prozess. Und der Krieg, die völlige, nicht nur Frustration, sondern Wut gegen die gesamte politische Klasse in Argentinien, ging ja noch 1 bis 1,5 Jahre nach dem Moratorium weiter. Das heißt, das Moratorium allein hat die politische Krise in Argentinien nicht gelöst. Und da war die Krise mit dem Wirtschaftsmodell tatsächlich auch eine mit dem fast gesamten politischen System. 39 Menschen verloren in der tagelangen Belagerung bei den Auseinandersetzungen mit der Polizei ihr Leben. Am 20. Dezember 2001 ließ sich der argentinische Staatspräsident Fernando de la Rúa per Helikopter aus dem Regierungspalast evakuieren. Der Jubel der Bevölkerung war riesengroß. 3 Tage später erklärte Argentinien seine Zahlungsunfähigkeit. Es war eine einseitige Erklärung der Zahlungsunfähigkeit von Seiten Argentinien. In den Folgejahren hatten argentinische Vertreter durchaus Schwierigkeiten, also
große Konflikte in internationalen Institutionen und in der internationalen Staatengemeinschaft. We have sent technical experts for the banking sector there, for the debt operation and also for fiscal measures. Der internationale Währungsfonds IWF unter dem damaligen Chef Horst Köhler bot Argentinien technische Hilfe an, wie heute Griechenland, Portugal oder Italien. Seine Experten empfahlen im Sinne der Neoliberalen Entlassungen, Sozialabbau und Rentenkürzungen, um die Schulden zu bezahlen. Genau wie heute. Argentinien ist ausgestiegen aus der Verschuldungsspirale, an der allein die Banken verdienen, und hat seine Restschulden beim IWF bezahlt. Statt dem Diktat der neoliberalen Finanzinstitutionen zu folgen, tritt die Präsidentin Cristina Fernández heute in den internationalen Wirtschaftsgremien selbstbewusst auf. So wie beim G20-Gipfel in Cannes im November 2011, der von den Drohungen der EU gegen Papandreous Volksabstimmung überschattet wurde. Fernández forderte vor der versammelten Finanz- und Wirtschaftswelt, dem neoliberalen Ausverkauf ein Ende zu setzen und den systemgefährdenden Spekulanten endlich Einhalt zu gebieten und zurückzukehren zu einem seriösen Kapitalismus. Nosotros estamos sosteniendo que el verdadero problema es la falta de regulación de los mercados financieros en el mundo. Meine Regierung hält die Nichtregulierung der Weltfinanzmärkte für das eigentliche Problem. Wollen wir weiterhin die Broker finanzieren, die Finanzderivate erzeugen, oder finanzieren wir diejenigen, die Nahrungsmittel, Waren und Dienstleistungen herstellen? Bereits beim Londoner Gipfel habe ich gesagt, wir müssen die Finanzmärkte zwingen, ihre Ressourcen der Realwirtschaft zur Verfügung zu stellen. Denn ohne Konsum gibt es keinen Kapitalismus. Ich schlage vor, zu einem wirklichen Kapitalismus zurückzukehren, denn das hier ist kein Kapitalismus. Es ist die totale Anarchie des Finanzkapitalismus, bei der niemand niemanden kontrolliert. Wir müssen die Finanzwelt regulieren und einen wirklichen Wandel vollziehen. La propuesta es que regulemos a los que realmente tenemos que regular y ver que es necesario hacer un cambio en serio. Warum ist der IWF bei Griechenland reingegangen? Es gibt eigentlich zwei Interpretationen. Die eine ist, der IWF ist genötigt worden von den europäischen Mitgliedsländern. Und da ist der IWF immer schon auch bei Entwicklungsländern gut gewesen als böser Bube, den man von außen ranrufen kann und der die hässlichen Maßnahmen durchzwingt. Die andere Möglichkeit wäre damit verbunden, dem IWF war es so wichtig, in Europa eine Rolle zu spielen, eine neue Rolle, weil nämlich inzwischen so gut wie kein Entwicklungs- und Schwellenland mehr überhaupt IWF-Kredite benötigt. Und noch 2007 im IWF die große Angst grassiert hat, dass die Institution unnötig würde und dass massiv Ökonomen entlassen werden müssten, weil fast kein Land mehr die Notkredite nachgefragt hat. Die Institution sehr froh war, dass sie eine neue Aufgabe in einer neuen Region bekommt. Ein echtes Motiv gewesen sein könnte. Die Politik sagt, wir haben keine Alternative dazu, wir müssen die Banken retten. Nun gibt es natürlich immer Alternativen. Also wenn ein Politiker sagt, es gibt keine Alternativen, werde ich immer gleich misstrauisch, denn jede Erfahrung lehrt, dass es in allen Bereichen Alternativen gibt. Also wird dann womöglich eine Parole ausgegeben, mit der man versucht, die Diskussion und die Analyse von vornherein zu ersticken und zu blockieren. Also dass da in der Politik natürlich ganz massive, sagen wir mal, Einflussnahmen laufen von der, nennen wir es mal Hochfinanz oder Finanzmarkt. Ich meine, dieser Finanzmarkt ist ja nicht ein unbekanntes Ungetüm. Der wird ja gesteuert von eben natürlich Managergruppen, die das eben international, global beherrschen. Also, dass hier Einflussnahmen zur Politik gehen, das ist ja gar nicht zu bezweifeln. Das sehen Sie auch quasi, wenn Sie einfach die Zeitung lesen, mit wem sich die Spitzen unserer Politik beraten und umgeben und beraten lassen. Wir haben das Problem, dass die Beratung von Regierungen eigentlich zu einem großen Teil erfolgt durch Ökonomen des Privatsektors. Und gleichzeitig hat sich marktliberales Denken so sehr durchgesetzt, dass die Regierungen einfach nicht mehr gut beraten werden und einem hohen Druck ausgesetzt sind der Beratung von privaten Interessen. Das Problem ist, wir hatten ja schon 2008 und ganz elementare Probleme des privaten Finanzsektors sind einfach nicht entschieden angegangen worden. Die Erhöhung des Eigenkapitals, andere ganz zentrale Probleme, die sofort klar geworden sind, nämlich, dass man Banken sehr wohl bankrott gehen lassen kann, wenn sie nicht zu groß sind, sind überhaupt nicht angegangen worden.
Und eigentlich muss der Staat, wenn er erkennt, er muss eine Bank retten, wenn sie in Schieflage gerät, weil sie zu groß ist und das Gesamtwirtschaftswachstum bedroht, so weit regulieren, dass sie nicht mehr in Gefahr kommt, staatliche Unterstützung zu brauchen. Und die Regulierungen sind unglaublich weich bis gar nicht ausgefallen. Und das ist natürlich dramatisch. Ja, das Strafrecht hat natürlich das Problem, dass der Brunnen erst untersucht wird, wenn das Kind darin bereits ertrunken ist. Also wir brauchen bildlich gesprochen immer Leichen, um anschließend nachzuforschen, wer ist dafür verantwortlich. Also angenommen, man würde mal eine Finanzkrise lückenlos aufgrund objektiver Verdachtsmomente aufklären und würde dann auch zum Beispiel sehen, entweder, dass das ganz bewusst kriminell gesteuert ist oder dass dort Menschen mit einer Ahnungslosigkeit sitzen, dass man sagen kann, wie kann man solch unfähige Menschen, die zur kritischen Reflexion offenbar nicht fähig sind, in solche Positionen lassen. Ganz egal, was das Ergebnis wäre, es müsste da natürlich die Politik darauf reagieren, mit durchgreifenden Maßnahmen. Und wenn Sie jetzt sehen, da passiert hier nun leider nichts. Man muss zunächst objektive Verdachtsmomente haben. Aber wenn Hunderte von Milliarden weg sind, das ist so ähnlich, als wenn man 10.000 Leichen findet, dann wird doch wohl ein Staatsanwalt mal untersuchen dürfen, wer sie buchstäblich auf dem Gewissen hat. An der Frankfurter Börse sind die Kurse erneut eingebrochen. Europa zittert noch mit Griechenland, da wird plötzlich Italien herabgestuft. Am Frankfurter Aktienmarkt wurde wieder eine Menge Geld vernichtet. Der DAX stürzte am Nachmittag weiter ab. Griechenland darf wieder auf neue Hilfskredite hoffen. Der ökonomische Putsch. Oder was hinter den Finanzkrisen steckt. Von Roman Herzog. Mit Isabel Dömé, Sabine Castius und Jürg Löw. Ton und Technik Daniel Sänger und John Krohl. Regie Iris Drögekamp. Redaktion Wolfram Wessels. Eine Produktion des Südwestrundfunks mit dem Saarländischen Rundfunk und dem Deutschlandfunk 2012. In Italien sind Proteste gegen die Macht der Banken und die Sparpläne der Regierung in Gewalt umgeschlagen. Italien hat eine neue Regierung. Der Chef der griechischen Konservativen, Samaras, hat dem Druck der EU nachgegeben. Um die Krise zu bewältigen.